Warst du verheiratet? Klar, mit Rins Mutter. Ich auch. Hat mich verlassen. Weil ich zu viel trinke. Wait, er war auch mit Wins Mutter verheiratet? Warte, genau, Sharon Spa. Bist du nicht vor 15, 20 Jahren hier gewesen und hast dich als Geschäftsreisender oder sowas ausgegeben? Hey, hör zu. Lass gut sein. Hey, wir haben es. Schaut euch beide an. Wie Selma und Louise. Heilige Scheiße. Was ist das alles? Tja, ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich habe wirklich keine Ahnung. Deswegen sage ich einfach nichts. Und er hat sogar alles aufgeschrieben. Gib mir den Sheriff. Ich weiß, ich bin hier drin. Dante, hier Sharon. Dein kleiner Maulwurf hat dich hintergangen. Ich hab dein kleines schwarzes Buch. Und ich faxe gern die Seiten an Kanal 10. Außer du bringst mir den Bus in den nächsten 30 Minuten. Was für eine Bitch. Wie lang bis das FBI kommt? Knappe Stunde. Na gut, Sharon. Du gewinnst. Sicher, Boss? Wir können noch abwarten. Bring den verdammten Bus. Du hättest nicht kommen sollen. Es ist nicht sicher. Diese Cops... Die schießen erst und fragen dann. Geht es dir gut? Ja, besser. Was ist mit dir? Du stellst dich dem nicht allein. Ich hab Angst. Ich auch. Dauert nicht mehr lange. Was, wenn uns etwas passiert, Vince? Wie lautet der Plan, wenn wir im Bus sind? Wir fahren Richtung Grenze und hoffen, dass wir nicht tanken müssen. Sie haben keinen Grund, uns weh zu tun. Wir müssen nur durchhalten. Du hast recht. Wir schaffen das. Ich habe über die Vereinbarung mit der Arbeit nachgedacht. Den Maulkorb. Das Schweigegeld. Ja? Wenn wir hier lebend rauskommen, weiß ich, was zu tun ist. Also rein überzeugungsmäßig wäre halt Airline-Verklagen schon das Richtige. Wir wissen natürlich überhaupt nichts über die Geschichte, außer von seinem kurzen Nickerchen auf der Couch, wo er davon geträumt hat. Und nach dem Stand, wo wir jetzt mal davon ausgehen müssen, dass es tatsächlich so ist, steht halt Aussage gegen Aussage. Das heißt, wir haben mit einer Klage halt null Chance. Also halt gar keine. Es ist halt richtig beschissen. Auf der anderen Seite ist halt die Frage, haben wir was zu verlieren, wenn wir die Airline verklagen? Ich meine, er hat ja selber gesagt, er braucht das Geld nicht, weil der Scheck reicht sowieso nicht lange. Also können wir es wenigstens versuchen? Ich unterschreibe nicht. Ich ziehe diese Ärsche vor Gericht und verklage sie um das Zehnfache, was sie mir angeboten haben. Wirklich? Vince, das ist toll. Du bist nicht sauer? Wolltest du nicht mit all dem abschließen? Genau. Ich wollte damit abschließen. Das ist mir egal. Es tut nur gut, dich wieder um etwas kämpfen zu sehen. Gewinne ich, nehme ich vielleicht endlich die Flugstunden. Du meinst, wir verlassen das Land? Wir können nie wieder zurück? Vince... Werd erwachsen. Ist dir klar, dass nach Hause schon lange nicht mehr drin ist? Ich habe die letzten Tage auch viel nachgedacht und... Sorry, Jay. Es gibt kein Zurück mehr. Ich muss dich etwas fragen. Na klar. Neulich, als du... Als ich diese Nachricht bekam und ich meinte, das bedeutet nichts. Du hast mir vertraut. Warum? Die
Die clevere Antwort ist Vertrauen. Vertrauen ist alles. Die ehrliche Antwort zu dem Zeitpunkt ist, ich wollte es nicht wissen und ich frage jetzt auf gar keinen Fall nach der Affäre. Dann geht hier richtig die Kacke ab. Machen wir mal nicht. Mein oberstes Ziel ist es zumindest, was Vince angeht, schon noch die Familie da heile rauszukriegen. Der Rest ist mir im Moment relativ egal. Versuche halt hauptsächlich so für Vince den ganzen Scheiß im Laufen zu halten. Du hast gesagt, da war nichts. Und ich glaube dir. Sollte ich das etwa nicht? Natürlich. Es ist nur... Ist das wirklich so leicht für dich? Hör zu, das Leben ist schwer genug, ohne dass ich noch unnötige Probleme schaffe. Du bist ein guter Mann. Weißt du das? Wurde mir mal gesagt. Von meiner Affäre. Oh nein. Okay, alle aufstehen. Na los! Hört mir gut zu. Die einzige Art, wie irgendwer heute hier rauskommt, ist mit diesem Bus. Die Geiseln am Fenster, wir im Gang. Sicher, dass das klappt? Ich bin mir mit gar nichts sicher. Aber ich weiß, wozu diese Familie fähig ist. Warum ist das Fahrgestell so niedrig? Hm? Geht aus dem Weg! Das war knapp. Bus ist drin. Wiederhole. Bus ist drin. Schaltet sie auf! Und jetzt kommt der Cut? Ja, leck mich fett, Alter. Sorge, Pa. Ich bring dich hin. Hat Jane Führerschein? Ich weiß nicht, 16 könnte er schon sein, ne? Ich verstehe, warum du deiner Ma von den Schulden erzählt hast. Aber jetzt macht sie sich nur Sorgen. Ich wollte nur das Richtige tun. Ich weiß, Junge. Doch manchmal ist es das Richtige, wenn man das Falsche tut. Eines Tages wirst du das verstehen. Weißt du, sie hat immer gedacht, sie könnte mich ändern. Sie wollte nur einen guten Mann, der sie liebt. Niemand will alleine sein. Vor allem nicht deine Ma. Tja, wenn so eine Frau sagt, sie will dich nicht mehr sehen... Dann fragst du dich, ob sie nicht recht hat. Vielleicht braucht mich die Familie nicht mehr. Ich... Selbst ich weiß, wann Schluss ist. Du musst aufhören. Ich hab's versucht. Aber wenn du erst einmal gewinnst, willst du immer mehr. Ja, aber du gewinnst ja offensichtlich nicht. Leg hier ab. Das Krankenhaus ist da lang. Wir fahren nicht ins Krankenhaus. Hä? Natürlich nicht. Los, big up. Oh, wow. Lässt er sich jetzt von seinem Sohn in den Wald fahren, um sich zu erschießen?
Wie hast du dir deine Schulter verletzt, Pa? Du bist ein guter Junge. Ich weiß, man soll sie alle gleich lieb haben, aber Tyler ist zu sehr wie seine Mutter. Dale hingegen zu sehr wie ich. Du bist anders. Mit dir kann ich reden. Dir vertrauen. Und Jay so, fuck, ich möchte das gar nicht. Warum bin ich hier? Und warum ist das davor nicht vernünftig gerendert? Was ist das? Warum halten wir hier an? Hilf mir mal mit der Planeta. Die ist schwer. Was ist da drin? Hast du sie? Jetzt zieh! Zieh weiter! Na los! Der Tod? Jay? Das will ich schwer hoffen. Hör mir jetzt genau zu. Er hatte die Uhr meines Papis. Und ich wollte sie zurück. Aber dieser Penner hat sich geweigert. Er hat mich angegriffen. Und ich habe zugeschlagen. Zu fest. Er ist hingefallen und hat sich den Kopf aufgeschlagen. Ich wollte ihn nicht umbringen. Ist aber auch völlig egal, Alter. Nee, Jay kann jetzt ruhig schon mal ausrasten. Du hast ihn einfach umgebracht. Nein, es war Notwehr. Ich habe euch alle beschützt. Ich weiß, du willst nicht, aber es gibt kein Zurück. Bitte, für mich. Ach, das soll so ein überstehender Fels sein. Jetzt erst. Der sieht halt die ganze Zeit so aus, als wäre es nicht fertig gerendert. Er sagte, wenn ich ihm die Uhr gebe, haben wir mehr Zeit zum Bezahlen. Mit Zinsen. Diese Leute sind Haie. Sobald sie Blut riechen, verschlingen sie dich im Ganzen. Ich hätte sie ihm nie geben sollen. Das ist keine x-beliebige alte Uhr. Sie hat meinem Papi gehört. Er hat sie 3 Jahre lang aufbewahrt. Gehört sie dir. Schau nach, ob er sie dabei hat. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Du hast sie ihr weggegeben. Also, hol du sie zurück. Gefick dich, Alter. Nein, Alter. Das kann ich nicht entscheiden. Alter, ich... Boah, der Vater ist so ein Wichser, ne? Ja, am Handgelenk sie am Handgelenk. Kann ich noch was anderes machen? Muss ich das jetzt nochmal anklicken? Okay. Ach so, weil 2 Taschen. Hab sie. Gut. Was sollen wir tun? Er ist tot. Wir können nur eins tun. Graben. Bitte. Ich kann das nicht. Jay, hör mir zu. Niemand darf ihn finden. Wenn wir das nicht tun, werden seine Auftraggeber... Bitte. Ich frag nicht für mich. Denk an deine Ma und deine Brüder. Du... ist der Einzige, dem ich trauen kann. Klar. Heb die Schaufel auf. Alter, er hätte wenigstens 2 Schaufeln mitbringen können. Ich kann nicht. Sorry. Wenn man was richtig machen will, muss man es selbst tun. Ganz ehrlich, einfach für Jays Gewissen. Hat sich halb so einfach wie du. Hatten wir dieses Pferd. Ein junger Hengst.
Hab ihn oft geritten. Dann eines Sommers warf er mich ab. Steig einfach ins Auto und fahr. Hatte Glück, davon zu kommen. Am nächsten Tag gibt Papi mir sein Gewehr. Er sagt, wenn ein Tier durchdreht, muss man es erlegen. Ich rieche immer noch den Whisky an ihm, als er das Pferd ruhig hält. Er zählt bis drei. Ich drücke den Abzug und all die Zeit habe ich ihn gehasst. Aber er hatte recht. Es musste getan werden. Hörst du mich? Es musste getan werden. Oh Mist. Wir müssen ihn begraben, bevor er... Glaub mir, Junge, wir tun ihm einen Gefallen. Hilf mir. Begrab ihn. Mach schon, Jay. Schlag doch halt einfach mit der... Auf keinen Fall, Alter. So, wenn soll der Vater ihn jetzt halt mit der scheiß Schaufel erschlagen, aber ich mache hier gar nichts. Wir müssen ihm helfen, Pa. Mach ich eben selbst. Unter Weigern habe ich nicht widersprechen verstanden. Okay. Wie hat er sich ausgegraben so schnell? Gott! Jay! Wie? Okay, das war alles sehr weird. Ihr könnt es vertragen. Auf keinen Fall, Alter, verpiss dich. Mit dir trinke ich kein Bier. Nein, danke. Zu früh. Ist nicht früh. Ist spät. Trotzdem. Nein, danke. Also nach der Nacht brauche ich das. Du passt gut auf die Uhr deines Großvaters auf, hörst du? Du bist schon seit der Weltwirtschaftskrise im Besitz der Holz. Verlier sie also nicht. Ist sie denn das wert? Pass auf, was heute Nacht passiert ist, das war für mich auch nicht leicht. Ich hab's für uns getan. Kann verstehen, wenn du schlecht von mir denkst. Ich weiß, manchmal bin ich streng und tauge vielleicht nichts. Aber ich habe viele Opfer gebracht, Jay. Bin in den Krieg gezogen. Hab den Fremden erledigt. Familie bedeutet Opfer. Auch für so einen blöden Säufer wie mich. Also der Vater hat halt eine Chance, sich zu redeemen quasi, und zwar, wenn er hierauf was Vernünftiges antwortet. Es gibt da Treffen, zu denen du gehen kannst. Du kannst dir Hilfe holen. Alten Hunden wie mir hilft man nicht. Die schläfert man nur ein. Du hast heute ein Leben gerettet. Und das macht dich besser als mich. Aber es ändert nichts. Sie wollen Blut sehen. Aber so muss es doch nicht sein. Wir könnten zu den Bullen gehen. Und ihnen was sagen? Dass ich versucht habe, jemanden lebendig zu begraben? Diese Leute, die fürchten kein Gesetz. Ich hab's uns eingebrockt. Also werd ich's in Ordnung bringen. Los. Geht schlafen. Ich repariere das Dach, das ihr Jungs versaut habt. Okay, dann, hängt er sich jetzt am Dach auf? Die Balken halten ja jetzt.
Sharon, du liegst nicht immer richtig. Aber bei mir schon. Löst die Versicherung ein, das wird die Schulden begleichen. Tut mir leid. Ja. Ha! Ha! Lass mich das tun! Nein, Alter. Ich schneide ihn aus einem einzigen Grund ab. Bei Selbstmord zahlt keine Lebensversicherung. Aber krass, dass wir ihn prinzipiell einfach hätten da hängen lassen können. Das, ey, das ist einfach alles nicht okay. Der Wunder kauft euch 2 Wochen. Aber die Schulden bleiben. Und wenn wir nicht zahlen? Wenn ihr mich und meine Freunde das nächste Mal seht, schaufelt ihr euch euer eigenes Grab. Oh, Bear, hättest du nur mit mir geredet. Jetzt stecken so viele Schläuche in ihm, dass er monatelang gar nichts mehr sagen kann. Im Moment. Hättest ihn hängen lassen sollen. 2 Wochen. Das kriegen wir nie hin, selbst wenn sie uns 2 Jahre gäben. Sie ist alt. Wertvoll, glaube ich. Das alte Ding ist eine Fälschung. Glaub mir, Pa konnte sie nicht mal verschenken. Mein Vorschlag? Wir überfallen eine Bank. Könnte klappen. Mit Verstand. Nein, niemand überfällt hier eine Bank. Das ist zu riskant. Vielleicht gibt es einen anderen Weg. Sie schießen wie Stormtrooper. Wir müssen zum Truck. Michelle! Jim! Hier drüben! Vince, wir brauchen dich! Gott, ich laufe da jetzt auf gar keinen Fall rüber. Jim, wo ist Michelle? Schau! Okay, vielleicht laufe ich da doch rüber. Daraus, okay? Bitte beeil dich. Ma, es ist aus. Wir sind erledigt. Oh, no. Was machst du da? Improvisieren. Oh, Scheiße! Lauf, lauf! Los, weg! Geht's allen gut? Alles gut. Los, weiter!
Wir sind noch nicht sicher. Ach was. Da drüben, das Fenster. Ja, aber da kriegen wir den Opa halt niemals raus. Komm, du... Scheiß. Hol! Los, alle raus! Hier fliegt gleich alles in die Luft. Wir müssen springen. Vince, warte. Falls ich es nicht schaffe. Das klappt schon. Nimm meine Hand. Und los. Okay, spring. Ohne Rückwärtssalto, bitte. Auch wenn du gerne würdest. Hab ich dir je gesagt, wie sehr ich deine blöden Witze liebe? Also filmmäßig würden wir sie jetzt natürlich küssen. Aber... Bin heute Feuer und Flamme. Oh, wow. Ein bisschen von dem Gebäude weggehen. Ich meine ja nur. So ist. Das ist die niedrigste Stufe. Sie wollen nicht die höchste ausprobieren. Sheriff, hier ist Coburn. Bist du noch drin? Brauchst du Unterstützung? Negativ, Coburn. Ich komme schon klar. Wo ist Sharon? Wo ist das Buch? Ich weiß es nicht. Was tun Sie da? Ich habe Ihnen die Chance gegeben, das Richtige zu tun. Hab Ihnen vertraut. Und Sie helfen denen? Statt mir? Halt! Sie haben mich gezwungen. Ich wollte es Ihnen wiedergeben. Ich schwöre. Die Umstände sind mir egal. Die Holz. Sie sind nichts, Vince. In dieser Stadt läuft nichts ohne mich. Selbst meine treuesten Deputies fragen nicht, wie oder warum. Dieses Buch könnte einer Menge Leute schaden. Einschließlich mir. Also muss ich Sie fragen. Haben Sie reingeschaut? Ich schwöre, ich habe nichts gesehen. Nur ich kann Ihnen nicht glauben. Ja, war irgendwie klar, nehmen Sie oder? Zu einer Befragung mit, um sicher zu gehen. Oh, Scheiße! Was glauben Sie, wohin Sie gehen? Ja, das weiß ich auch noch nicht so genau. Zimmer verstecken, Schrank verstecken. Auf keinen Fall im Schrank.